wie wir sie kennen. Unberührte Natur, pur. Doch dies war einmal. Längst hat die Industrie das wirtschaftliche Potenzial der Region erkannt. Erste Folgen sind sichtbar. Also leider ist es eben so, dass wir inzwischen die Plastikmüll, die Ozeane bis in die letzten Winkel der Erde vermüllen. Eben auch hier in der Arktis, wo eigentlich menschliche Siedlungen sehr weit weg sind. Und wenn man hier am Strand lang geht, findet man hauptsächlich Müll von der Fischereiindustrie. Also über 80% des Mülls, der hier angeschwemmt wird, kommt aus der industriellen Fischerei. Der Klimawandel eröffnet der Fischereiindustrie neue Möglichkeiten. Das Eis schmilzt. Die Trawler aus den großen Fischereinationen dringen immer weiter vor. Richtung Norden. Ihr Müll sammelt sich auch an den einst unberührten Küsten Spitzbergens. Greenpeace hat in den letzten Monaten hier Tonnen von Müll gesammelt. Diese ganzen großen Boxen und großen Müllteile, die man findet, die werden natürlich mit der Zeit immer kleiner. Damit wird aber das Problem nicht kleiner. Sie werden dann von Vögeln und Fischen gefressen und landen dann somit im Magen der Tiere oder eben in der Nahrungskette. Letztendlich auch beim Menschen. Besonders dramatisch, die Abfälle werden noch nach Jahrhunderten nicht verrottet sein. Immer mehr kommen dazu. Die Sammelaktion eher symbolisch. Trotzdem kann sie Tieren das Leben retten. In diesen Plastikschnüren und Netzen können sich natürlich ganz viele Tiere hier am Strand verheddern. Vögel, aber auch Robben, Rentiere, sogar Eisbären wurden schon gefunden. Tote und verletzte Tiere durch Plastikmüll. Ein weltweites Problem. Besonders entsorgte Fischernetze, häufig mehr als 100 Meter lang, sind tödliche Fallen. Nicht nur an Stränden, auch unter Wasser. Der tonnenschwere Müll eines einzigen Tages wird an Deck der Arctic Sunrise gelagert. Später nach Europa zur Entsorgung gebracht. Deutschland ist natürlich sehr weit weg von der Arktis, aber das Problem mit dem Plastikmüll in den Meeren ist, ja, dass er nicht immer unbedingt da landet, wo er auch verursacht wurde, sondern dass über Meeresströmungen und Winde der Plastikmüll in der ganzen Welt verteilt wird, sogar bis in die letzten Winkel der Erde und eben hoch hier in die Arktis. Und das ist eben was, was uns allen sehr bewusst sein muss. Die Arktis ist mehr als ein Symbol für eines der letzten wilden Gebiete, die noch zu retten sind. Industrie und Naturschutz müssen dringend einen Kompromiss finden. Thank you.